Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of Xillia, mitten im Finale. Ja, wir haben gerade den letzten Boss fertig gemacht. Und ja, was kann ich zu dem Kampf sagen? Er hatte irgendwie alles. Ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe gelacht. Ich glaube, gelacht habe ich weniger, aber ja. Das war schon ein richtig bitchiger Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn richtig angegangen bin, aber wir haben es geschafft und yay! Wir haben keine Erfahrungspunkte und keine Galb bekommen, also glaube ich, es kommt jetzt nichts mehr. Und naja, jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Also los. Huh. Jawohl, direkt eine Anime-Szene. Fängt schon mal gut an. Once again, it's all gone. I've lost everything. Your vision of the future offers nothing but suffering to the people, whether Spyrites are perfected or not. Even if we unite the two worlds, it is pure fantasy to think that they will cooperate with one another. Maybe you're right. Maybe my dreams for the future are hopelessly naive. But still, Mila never stopped believing in me. And so did you, Gaius. Didn't you? And what does any of that matter now? I may appear to be talking tough now, but I was scared witless throughout this entire journey. I'm still just a small, frail human. But you know what? I will get stronger. I want you to believe in me. Humans strive to become stronger. They constantly struggle to grow more for the sake of others. They rise to the occasion. This fills me with hope for the future, one that is filled with possibilities. I cherish it. I know you understand this, Gaius. I do not. When all of these possibilities of yours evaporate, I will then be forced to rise again. You won't have to do anything. Music. If living alone is too painful for you, then come join us. Thank you. I see that you have made up your mind. Yes. Mila. What are you talking about? I have decided to become Maxwell. So that was your plan. Now, if you so desire, Mila, you may use the Schism's mana to become human again. I see. Keep watch over the spirits. Wait! Jude, I'm afraid this is farewell. Our fates were always intertwined in mysterious ways. Thank you for everything. Hold on! I'm sorry for all the times I was weak. But now, I think I'm going to be just fine. What is this? You never told us! I'm ready.
everything's all right. From now on, I am Yelan Maxwell, the Lord of the Spirits. I will be okay. Okay. Kommt noch was? Jupp. Dann halte ich die Klappe. I got your letter. But I can't say that I have very much to report. What a big knucklehead. Drinks are on you now. Well, maybe one thing. A friend invited me to start a business with him. We're thinking of ways to connect Risa Maxia and Olympias. Doesn't sound like me though, huh? Here's to a great partnership. Don't forget to swing by and say hi. I have big news! I'm no longer pursuing nursing. So for now, I'm helping out at my family's lodge. Are you okay there, Leia? Sure. Thanks a lot, Dad. You two, quick goofing around! Yes, ma'am! Oh, God. But I do have a dream now. I'm sorry I sat on the stool, honey. I want to settle down and start a family that cares for each other. Just like Mom and Dad. I'll definitely do my best. I don't know if things will work out, but I've got to try. Sleep tight. Ellie! Your friends are here! Okay, I'm coming! I have news. I'm going to the same school that Trissel graduated from. So, what do you think of him? I even made some friends there. I'm still not very comfortable when it comes to talking. You're so funny, Elise. Even so, I still love being able to spend time with them. Gaius awaits the day when the promise we made to him becomes a reality. For my part, I am enjoying my new life here. Very well then, that concludes today's lesson. This is what I was meant to do. Wait. Und schon kommt das Ende. Was, Gaius, Nachtigall und Jao wurden von der gleichen Person gesprochen? Okay, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so hier etwas plappern soll, weil, naja, mit der Musik ist ein bisschen schwierig, da die vielleicht oder vielleicht auch nicht kopiergeschützt ist, und mit dem Intro hatte ich ja auch schon Probleme. Wahrscheinlich ist das Ende auch irgendwie kopiergeschützt, deswegen werden die Worte, die ich jetzt sage, vielleicht nie an die Öffentlichkeit geteilt werden. Deswegen kann ich jetzt einfach bla 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 irgendwas sagen. Aber naja, auf jeden Fall, dass ich nicht darüber irgendwie nachkommentiere, sage ich schon mal meine Meinung zum Spiel. Bla. Ja, was kann ich zum Spiel sagen? Der absolute Hammer. Ja, eins der besten Spiele, das ich je gespielt habe. Eindeutig. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Also, kaufe ich das Spiel jetzt sofort. Ja, auch wenn es gerade 12 Uhr nachts ist, so wie jetzt gerade.
Und ja. Storymäßig auch top. Fand ich ein bisschen besser als Graces. Und ich weiß nicht. Besser als der Abyss? Weiß ich auch nicht. Tales of the Abyss hat auch eine gute Story. Kann ich übrigens auch nur weiterempfehlen. Und ja. Das Ende war ein bisschen offen. Aber ist auch verständlich. Wenn man weiß, dass es irgendwann einen zweiten Teil geben wird, den ich natürlich auch irgendwann let's playen werde. Und ich mach mal den Fernseher ein bisschen leiser. Ich hab den nur lauter gemacht, um zu hören, ob hier jetzt irgendein Lied kommt oder so. Aber naja. Ich werde versuchen, diesen Part hier so hochzuladen. Aber ja. Ich glaube nicht, dass da ein Kopierungsstück ist. Es ist ja nichts Gesungenes oder irgendwie sowas. Also. Außer kommt gleich noch, aber da müsste ich das. Hey, Hideo Baba. Der Producer. Kennt man. Ja. Kommt da noch was? No! Hey, sorry about that. Oh, what? I gotta hurry. I'm glad that all of you are doing so well. So. I've been swamped with my Spyrite research lately. Hey! Sorry! And the results, well, they've been mixed. Still, slowly but surely, more and more people are beginning to realize the Spyrite's potential. Hat der Shooter zum Professor Doktor geschafft? Zum Professor Doktor Doktor. Waren hier nicht gerade noch Leute? Ich frage mich, ob sich das Ende unterscheidet, wenn man Mina genommen hätte. Ende. Wow. Waren das gerade schon alle Credits? Die waren ein bisschen kurz. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Aber der letzte Richter, der aus Überzeugung handelt und Ereignisse ist. Medizinisches Outfit Shoot. Was? Der ist Überzeugung handelt, okay. Bebende Fäuste, ey. Geisterwandlung, hä? Schnellgang. Ah, hi! Der goldene Schlüssel. Ja, super. Das ist der Schlüssel, den wir für die Teufelsfestchen brauchen. Ja, klar, dann brauche ich ja nur noch jetzt wieder von Anfang an bis zu diesem Zeitpunkt spielen, oder? Hä? Ja, weiß ich nicht, kann man jetzt... Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Spiels. Als nächstes erstellst du eine Abschlussdatenspeicherdatei. Nach Laden dieser Datei kannst du dort weiterspielen, wo du vor dem Abschluss des Spiels aufgehört hast. Oh.
Du kannst nun auf den Titelbildschirm auch Neues Spiel Plus wählen. Damit kannst du bestimmte Informationen aus deiner Abschlussdatendatei ins Spiel importieren. Bitte beachte, nur Daten aus abgeschlossenen Spieldurchläufen können importiert werden. Okay, dann mache ich mal eine ganz neue Speicherdatei hier. Können wir jetzt noch die Teufelsbestien oder was auch immer das war hier das mit den Teufelsbestien machen oder was? So. Kein Copyright-Problem hier, hallo? So. Ach, neues Spiel plus, okay. So. Dann muss ich jetzt mal mein etwas ausführlicheres Review hier geben. Tut mir leid, ich muss hier ein bisschen immer rumspielen, weil sonst kommt das Intro und dann kriege ich wieder Copyright-Probleme und so. Und dann ist aber, ich lade einfach. Weltenkreuzung. Das Mittel zum Zweck. Warte mal, Weltenkreuzung? Ach so, ja. Dann komme ich wieder direkt da im Dimensionsriss raus, ne? Okay. Super, wunderbar. Und wir haben sogar die ganzen Level-Ups und so noch. Ich kann den Kampf also die ganze Zeit wieder machen. Und wir haben den goldenen Schlüssel. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich noch da rein, oder was? Das heißt, das Spiel ist noch nicht ganz vorbei, wenn ich Glück hab. Wow. Wieso bekommen wir das jetzt erst? Professor Dr. Jude Mattis. So. Dann speichere ich noch einfach mal hier irgendwo. Um zu gucken, ob da auch ein Sternchen dran ist. Die Weltenkreuzung. Geil. Dann gehen wir mal nach Fenmont, ja. Oder? Nehmen wir hier unsere Review ab. Das fällt mir immer am schwersten, ehrlich gesagt. Nicht, weil es mir unangenehm ist oder weil ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Nur irgendwie, keine Ahnung. Ich kann nicht alles so aneinander rein. Immerhin sind wir jetzt schon... da ist noch was. Spiel durchgespielt. Erstmal 5 Gold aufsammeln. Ja, wir sind ja jetzt 200 Parts dran. Da müsste jetzt 221. Part sein. Ich level mal einfach so nebenbei auf, ne? Ach, die anderen Namen, okay. Ja. Was kann ich sagen? Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Weil ich das nicht alles rausgeschnitten habe. Aber glaube ich nicht, dass da jetzt nicht irgendwie so ein Lied oder irgendwie so was gesungen ist. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Probleme geben wird. Aber man weiß ja nicht. Und ja. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich aufgenommen habe bei diesem Spiel. Ja. Wir sind jetzt wie lange schon? Ich bin schon wie lange das Spiel am Spielen? Also seit dem Release, ne? Das war. War das Ende August, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Doch, Ende August, oder? Das heißt, wir sind jetzt schon... fast ein halbes Jahr, ne? Ja, Entschuldigung, ich muss nachgucken, weil ich bin absolute Flasche, ohne irgendwie... Egal! Wir sind ein halbes Jahr schon fast am Spielen, das ist schon lang genug. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist das Spiel nochmal privat durchspielen. Weil darauf habe ich mich auch schon gefreut. Nicht, dass ich irgendwie keinen Bock hätte aufzunehmen oder so, aber dann kann ich dann noch ein bisschen in meiner eigenen Geschwindigkeit spielen. Was jetzt voll die blöde Ausrede ist, weil ich habe jetzt schon so langsam gespielt. Ich habe 200 Parts hier hochgeladen, hallo. Einige haben das Spiel bestimmt unter 100 Parts hier schon durchgespielt. 5-mal. Und ja, mir gefiel die Story sehr gut, ehrlich gesagt. Mir gefiel der Hauptbösewicht auch sehr gut, die Hauptbösewichtengruppe. Das habe ich aber auch schon vorher irgendwie gehört, dass die Hauptbösewichtengruppe irgendwie, überzeugend rüberkommt. Ach, wir können immer noch das. Wenn ich noch irgendwas entdecke, dann wird natürlich auch noch alles hier aufgenommen, ne? Also wenn wir wirklich hier noch diesen Schlüssel benutzen können und
das mit den Teufelsbestien erledigen können, dann werde ich das auf jeden Fall noch machen und hier reinpacken. Aber naja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Also, ernsthaft, holt es euch. Es ist verdammt gut. Mir macht es extrem viel Spaß. Als ich das erste Mal angespielt habe, hier in den ersten Parts, war ich noch weggefegt und ich bin immer noch weggefegt. Mir macht das Ganze optional, die Story. Also, ich habe hier ehrlich gesagt an dem Spiel überhaupt nichts auszusetzen. Echt eines der besten Spiele, als ich hier gespielt habe. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, weil, ja, das Ende war ein bisschen offen. Und ja, wie gesagt, ist verständlich, wenn man weiß, dass es sowieso irgendwann weitergeht. Ich glaube, im Februar oder so kommt es raus. Da könnt ihr euch auch schon drauf verlassen, dass davon ein Let's Play kommt. Und ja, was kann ich noch sagen? Charaktere fand ich alle... Yay! Fand ich alle sehr gut. Jetzt auch eins meiner Lieblingscasts aus allen Tales aufspielt und ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich laufe hier einfach nur rum und drücke irgendwas und ja. Ich lege jetzt einfach meinen Controller weg und fasse jetzt nichts an. Aber ich fange dann zu operieren. Auf den Tisch. Ja. Ich finde schade, dass das Spiel zu Ende gegangen ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich. Ich habe schon mit den Gedanken gespielt, Milas Playthrough auch nochmal irgendwann hochzuladen. Aber dann auch wesentlich schneller und auch wesentlich mit wesentlich weniger Parts. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht so früh passieren, weil in 2 Monaten kommt schon, ich weiß jetzt gar nicht, kommt jetzt Symphonia HD Remix in 2 Monaten oder Cilia in 2 Monaten raus? Im Februar kommt auf jeden Fall irgendein Spiel raus von denen. Und ich habe vorgehabt, eigentlich beide zu spielen, weil Tales of Symphonia habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Ich habe nur den zweiten Teil gespielt für die Wii und da bin ich auch mal gespannt. Da möchte ich wahrscheinlich hier dual so Let's Playen. Was bedeutet, ich werde wahrscheinlich ein ganzes Jahr an beide Spiele hier dranhängen. Aber naja. Deswegen kann ich den Mila Playthrough erstmal vergessen. Den werde ich bis dahin auch schon irgendwann privat schon gezockt haben. Aber, naja. Im Moment kann ich ihn noch nicht so einreihen. Jetzt habe ich schon wieder einen Controller in der Hand, Mann. Okay. Bevor ich jetzt noch irgendwas Blödes sage oder mich verplapper und was weiß ich, ihr kennt mich ja, werde ich jetzt einfach mal den Mund halten und euch jetzt verabschieden. Wir gehen nochmal zum Titelbildschirm, weil das ist irgendwie das beste Ende und das Intro wegdrücken, ja, danke. Und wenn das mit den Schlüsseln ja noch klappt, dass wir noch weiter spielen können ein bisschen und vielleicht noch die ganzen Kugeln und so finden und was weiß ich, dann wäre es natürlich richtig super. Ich werde natürlich noch hier ein bisschen am Spielstand hier rumspielen und einige Sachen auf Screen machen. Zum Beispiel die Kolosseumkämpfe irgendwann nochmal versuchen. Aber alles, was hier so Cutscene-mäßig oder so passiert, das werde ich noch mit aufnehmen natürlich. Also, es ist noch nicht vorbei, nehme ich an. Deswegen heißt es noch nicht bis zum nächsten Projekt, sondern bis zum nächsten Part. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!